Ukraine gegen Belgien in der Gruppe E und da geht's mal so richtig ab, denn hier haben alle vier Teams vor dem letzten Spieltag genau 3 Punkte. Jeder hat einen Sieg auf dem Konto. Belgien hat am zweiten Spieltag gewonnen gegen Rumänien mit 2:0 und die Ukraine hat mit 2:1 gegen die Slowakei gewonnen, obwohl diese schon mit 1:0 in Führung lag. Und jetzt geht's hier drum, ob die Ukraine mit einem Punkt vielleicht weiterkommt oder am Ende vielleicht sogar mit 4 Punkten als Letzter ausscheidet. Denn wenn es auch bei Slowakei, Rumänien ein Unentschieden gibt, dann ändert sich an dieser Konstellation ja nichts und die Ukraine würde mit 4 Punkten ausscheiden, während in anderen Gruppen Leute mit weniger Punkten als Dritter schon weiterkämen. Vor der EM wurde wahrscheinlich erwartet, dass Belgien diese Gruppe gewinnt. Jetzt haben die natürlich das erste Spiel verkackt gegen die Slowakei, aber sich zurückgemeldet gegen Rumänien und sie sollten da weitermachen. Die Ukraine hat am ersten Spieltag gegen Rumänien mit 3:0 verloren und dann ja, bekanntlich die Slowakei mit 2:1 geschlagen. Aber grundsätzlich muss man auch sagen, dass Romelu Lukaku bei dieser Europameisterschaft schon 3 Tore aberkannt worden sind und dementsprechend diese Niederlage der gegen die Slowaken auch nicht allzu hoch gehängt werden darf. Die Normalform der Belgier sollte vielleicht eher am letzten Spiel dann gegen Rumänien gemessen werden. Und da sind sie deswegen ja auch jetzt in diesem Spiel Favorit mit einer Quote von 1,65. Die Mannschaften, gerade die Belgier, wenn ein De Bruyne wirklich wieder auf Betriebstemperatur ist, ist natürlich klar, dass die Belgier hier ein wenig stärker einzuschätzen sind, aber die Quote von 1,65 gibt natürlich wenig her, gerade weil die Belgier schlagbar sind, was die Slowaken gezeigt haben und die Ukrainer jetzt eben auch wieder da sind. Und nichtsdestotrotz kann man auch nicht auf einen Unentschieden oder einen Ukraine-Sieg wetten. Die einzige Option wäre vielleicht, führt die Ukraine zur Halbzeit, dann würde man eine Fünferquote kriegen. Das wäre schon eine spekulative Sache. War natürlich in bisher noch keinem Spiel der Fall, dass das so war. Denn gegen Rumänien haben sie ja nach der Halbzeit haben sie insgesamt 3:0 verloren und gegen die Slowakei haben sie erst nach der Halbzeit aufgedreht. Also das kann natürlich sein, aber jetzt gegen Belgien drauf zu wetten, wie gesagt, nur weil die Quote jetzt so hoch ist, wäre das vielleicht eine bessere Wahl als auf den Gesamtsieg der Ukraine zu wetten. Fünferquote wäre halt, wie gesagt, interessant. Ansonsten hast du hier natürlich die Wahl zwischen mehr als 2,5 Tore oder beide Treffen. Alles möglich, aber bei einer 1,7 auch nicht die aller spannendste Wette. Ich gehe einfach ganz langweilig davon aus, dass Belgien das gewinnt mit 2:1 vielleicht. Die Ukraine war zwar gegen die Slowakei in der zweiten Halbzeit besser, aber richtig gefährlich sollten sie den Belgiern jetzt auch nicht unbedingt werden. Und von daher finde ich hier keine gute Wette für diese Quoten ist mir der Einsatz ist nicht wert. Schauen wir mal, was die Leute abstimmen. 74% sagen auch, Belgien gewinnt das. Da haben sie den Rückenwind aus dem Spiel gegen Rumänen mit eingerechnet. Und gegen diese Rumänen hat die Ukraine ganz schlecht ausgesehen. Und dann könnten die Belgier sich da durchaus vorstellen, wie sie die Ukraine besiegen können. Die 14% sind immer die paar Fans, die dann es nicht wahrhaben wollen oder einfach fest dran glauben. Mei, dass wir es ihnen gönnen, glaube ich, wird es wenig geben, die da sagen, sie würden der Ukraine das nicht gönnen. Überraschend können sie bestimmt, aber das ist halt nichts, auf was man wettet. Hier gibt es einen Quotenboost von Neobet, der allerdings an eine Person gekoppelt ist, nämlich Romelu Lukaku, der ja wie gesagt 3 Tore nicht bekommen hat. Zeigt aber auch, dass er
nach wie vor nichts an seiner Torgefährlichkeit eingebüßt hat, manchmal halt einfach zu schnell war und im Abseits stand oder was weiß ich. Und deswegen, wenn er trifft und Belgien über 2,5 Tore hat, dann gäbe das eine 4,8. Aber man will ja nicht eine Wette auf einen Torschützen abgeben und das noch zusätzlich mit einer anderen Bedingung kombinieren. Wenn dann Lukaku selbst 2 Tore schießt, Belgien 2-0 gewinnt, wäre diese Wette verloren. Und da muss schon was zusammenkommen. Allerdings ist es auch irgendwo eine Wette drauf, dass mehr als 2,5 Tore von Belgien geschossen werden. Dann ist das andere ja mehr oder weniger eh klar, dass Lukaku davon auch eins schießt. Aber um über 2,5 Tore alleine auf der belgischen Seite zu haben, brauchst du natürlich insgesamt einen Haufen Tore und ein 3:0, 3:1 und so weiter, was jetzt nicht mein Tipp wäre. Und wenn man auf die häufigsten Ergebnisse schaut, sagen die Buchmacher jetzt auch nicht, dass ein belgisches 3:0 so oder 3:1 so sicher ist. Da gibt es eine 12er-Quote drauf. Die niedrigste Quote witzigerweise auch hier wieder ein 1:1 bei einer 7,6. Passt nicht mit der Siegquote der Belgier zusammen. Denn da würde man eigentlich erwarten, dass ein 2:1 oder 1:0 eine niedrigere Quote kriegt als das 1:1. Hier kriegst du aber für ein 2:1 der Belgien eine 8,3. Warum nicht einfach alle möglichen Belgien-Siege abdecken? Dann kriegst du zumindest bei den drei realistischsten immer mehr raus als auf einen reinen Belgien-Sieg. Wenn die Belgier jetzt aber dann wirklich 3:1 gewinnen, dann ja, eigentlich auch. Dann hast du 4 Einsätze und würdest jedes Mal eigentlich verdoppeln. Also kannst du auch noch dieses 3:0 mit reinnehmen. Und erst dann bei einem, wenn es 3:1 mit drin wäre, dann wäre es nicht so geil im Vergleich zur normalen Belgien-Wette auf Sieg. Ukraine gewinnt die erste Halbzeit bei einer 5er-Quote, eine Fünftel-Einheit drauf und einfach nur, weil sonst wirklich einfach nichts dabei ist. Wenn du was Besseres findest, dann schreib es gerne in die Kommentare und wenn der Quotenboost vielleicht sogar was für dich ist. Gewinne mehr mit den besten Quotenboosts von Neobet über den Link in der Videobeschreibung.